Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu Children of Morta. Heute ist Sonntag, ja, eigentlich Valorant Sunday, glaube ich. Oder Saturday, I don't know. Auf jeden Fall Valorant Sonntag, aber Valorant variiert manchmal ein bisschen am Sonntag, um die Woche abzuschließen. Jetzt gerade sollte eigentlich ein Valorant-Video kommen, aber die Server sind down. Also musste ich mir eine Alternative ausdenken und ich dachte mir, okay, gucken wir mal wieder bei Children of Morta rein und spielen mal wieder ein bisschen. Old tales and amusing stories. The Bergsons well knew that even in the darkest of hours, they would lighten a heavy heart. And furthermore, maybe those heroes of old could teach something of their ways to the heroes of now while they listen to the trove of Grandma Margaret's stories. So, ich glaube, hier können wir, ah ja doch, hier können wir noch ein bisschen was holen. Was haben wir denn hier? Geschwindigkeit, Maximalgesundheit, Primärangriffe, Schaden, kritische Trefferchance. Machen wir das doch mal. Und hier können wir noch nichts weiter tun. Den ersten Boss haben wir, glaube ich, schon besiegt. Wir waren jetzt quasi im Raum Nummer 2, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, verlorene Gräben. Auf geht's. Wir versuchen es mit Kevin. Kevin hat uns es ermöglicht, den ersten Boss zu besiegen, diese Spinne. Deswegen geben wir Kevin jetzt auch die erste Chance, da mit uns zusammen das Abenteuer zu bestreiten. Und ja, ihr denkt euch, naja, warum spielst du nichts anderes? Finding the herbalist was the most pressing matter. A healing herb needed to be taken to Mary as soon as possible. Warum spielst du nichts anderes, was so ähnlich ist? Sowas wie Counter-Strike, Fortnite oder auch Call of Duty Black Ops im Multiplayer oder Warzone. Fortnite tatsächlich bin ich so lange raus. Es hat null Reiz mehr für mich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Und ja, an Call of Duty habe ich tatsächlich auch gedacht, aber das braucht man 20 Updates, weil ich das halt auch lange schon nicht mehr gespielt habe. Deswegen, ja, wie gesagt, Fortnite habe ich jetzt lange schon nicht mehr gespielt. Warte mal, wie wir ausweichen. Ja. Erstmal die Bogenschützen hier außer Gefecht setzen. So. Wie gesagt, Warzone braucht jetzt erstmal ein Update. Weil. War lange nicht gespielt. Oh. Und ja. Und Counter-Strike bin ich einfach auch schon zu lange raus, um da jetzt was Ordentliches draus zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt für Children of Morta entschieden. Ich hoffe, es ist okay. Genießt die Show. Ja. Oh je. Oh je. Okay. Oh yeah! Haben wir es doch geschafft?
So, was haben wir hier? B. Okay, erstmal auf Money. So, was ist das? Erhöht den Damage eines Primärangriffs. Ja, läuft, würde ich sagen. So. Dann haben wir schon gesehen, wir müssen hier runter. Hallo? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted. And my arms open wide. Oha, oha. Jetzt haben wir ganz kurz hier. Halleluja. Oh. So, das haben wir alles. Holy shit, Mama. Ja, ja. Oha. Oh. Oh. Ah. Oh. Aua. Kurz mal durchatmen. Ha! Ha! Okay. Ja, gleich mal hier. Holy shit. Aua. Mein Gott, ich wollte nur die Truhe. Mein Gott, gleich auszurasten. Mehr da so ein Dude da hier, ne? Okay. Was haben wir quasi? Was ist das? Der Schaden deiner Primärangriffe erhöht sich mit der Zahl der Edelsteine, die du besitzt. Läuft. So, weiter geht's. Puh. Okay. Hier ist quasi nichts, nee. Okay, auf geht's. Okay. Holy shit. So, was bist du da für ein Dude? Okay. Dich haben wir. Holy crap. Uff.
Jawohl. So wird ein Lachs draus. So, du gleich mal weg hier. So, der Mist. Du gleich weg. So. Bam! Warte mal, wie war das? So? Ja. Okay, wir haben einen Punkt. Okay, was können wir hier? Kevin wird eins mit den Schatten, um sich ungehindert zu bewegen. Chance, schwächere Gegner mit dem Vorgangriff sofort zu töten. Ja, wir nehmen das erstmal. Auch wenn Wut vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, aber... So. Oha. Okay. Oh, hier sind so viele Türen. Okay, ich glaube, ich gehe zuerst hier rein. Was haben wir hier? Ausweichmanöver lösen Blitzschaden aus. Okay. Was bist du hier? Margaret. Wherever there was a secret, knowledge was to be gained in reward. And wherever there was a reward, danger lurked. The cipher was important. Ah, die hat so ein neues Dings da, so ein aufgedingst. Okay, also reden kann ich mit dir nicht. Okay. So, wir müssen hier runter. Volles Leben haben wir. Aua! Oh.
War da oben nicht auch noch so eine Truhe? Habe ich die schon aufgemacht? Ah ja. Große Frage ist jetzt, welche Tür nehmen wir jetzt? Wir gehen einfach mal hier rein. Aha, da ist schon wieder Margaret. Mensch! The origin of the threat of corruption was what occupied most of Grandma's time lately. Aber sie hat nichts gefunden. Wenn sie immer noch sucht. So, putz. When pressed, Mountain God was the only answer Grandma gave. Okay. So, dann war ich ja sonst. Hier war doch. War das da hinten dann? Ich glaube, da kam doch noch so ein Ding. Ja. Oh shit. Ist das der Kräuterhändler? The poor herbalist had no valuables, but the goblin's greed had now surpassed gold and jewels. Oh nein. Shedding tears for the dead man would serve no one now. The herbs needed to be delivered to Mary. Alter, wie auch, ey. Holy shit. Ich gleich Gänsehaut. Oh! Tired of being called shady, he instead adopted the title Mysterious Shopkeeper. Mhm. Also ihm scheint es hier noch ziemlich gut zu gehen. Oh, das ist noch Money. Erhöht deine maximale Gesundheit, im Gegenzug wird der Schaden, nee. Mehr Schaden, nein, das brauchen wir nicht. Dass du auf umliegende Gegner schießt. Jetzt mehr Morph. Das ist natürlich schon nicht verkehrt, ne? Aber dann verliere ich halt gefühlt auch gleich, weil ich habe ja dieses eine Totem da. Oder diesen einen Dingsbums, der es mir ja erlaubt, mehr Energie zu haben. Okay, hier geht es quasi nicht weiter. War da noch was? Also mehr Schaden zu machen mit dem Primärangriff, wenn ich... Oh, holy shit. Aua! So, gab es jetzt hier noch irgendwas? Da unten noch? Nee. Hier gibt es quasi noch die Truhe. Aha. Jetzt werfen. Die Gesundheit muss ich dann natürlich doch nochmal mitnehmen.
Okay. So, dann können wir jetzt da weitergehen. Haben wir ja quasi alles gemacht jetzt hier. So. Auf geht's. Dritter Dungeon. So, auf geht's. Holy shit! So. Komm her! Oha. Okay. Oh, gleich zwei oder was? Oh Gott. Ah! Oh Gott! Nein! Oh Gott, gleich zwei. Weg mit dir. Was ist das? Okay. So, okay, dann geht's hier wahrscheinlich dann gleich weiter. Das merken wir uns mal, weil wir müssen da oben, da ist dann noch so eine blaue Tür. Und das ist noch eine goldene. Okay, wir gehen erstmal oben in die blaue. Dann gehen wir in die goldene. Und dann nehmen wir den Schalter da unten. Oh, holy shit. Aua, okay. Danke. So, was ist das? There could not have been a more perfect description of this route than its name. Cave web. Rather bland to the taste, still edible and full of nutrients. Okay. Aha. In front of the hero. Ein Nahkampfbegleiter, der an deiner Seite kämpft. Ja, geil. Komm. Auf geht die wilde Fahrt. So, dann gehen wir jetzt nach unten. Mensch, er ist aber auch langsam hier. So. Oh! Holy shit! Mama!
So, nehmen wir natürlich alles gerne mit. So, dich haben wir noch da. Und dich haben wir noch. Gut. So, dich nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Okay. Sehr gut. Ja, nehmen wir mal mit. So, hier geht's nicht weiter, hier gibt's nichts mehr. Okay. Okay, den haben wir auch. So, von da sind wir gekommen, richtig? Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Sehr gut. So, dann geht's hier im Weg und da hinten im Weg. Okay, wir gehen den anderen Weg nochmal. Hier lang. Ich glaube, ich war das. Und dieser Nahkampfhelfer, also dieser Nahkampfhelfer, der ist schon geil. Muss ich tatsächlich sagen, der gefällt mir sehr. So, warte mal, wir haben hier so einen Punkt, dann nehmen wir das jetzt mit der Wut. So, hier ist nichts mehr. Hier ist nur noch das. Okay, gut. Oh, ach. Gut. Haben wir auch. So, dann hier rein. Da ist wieder Margaret. Ich wusste, wir mussten hier noch rein. Ich wusste es, dass wir hier rein mussten. Müssen. Ja, moin. Wahrscheinlich müssen. Are in the hearts of the stones, and for those whose weapons guard the creatures of the wild, there are new arts of war to be learned. Neue Runen, sehr cool. So, dann können wir jetzt hier zurückgehen. Ja, die Truhe lassen wir zu. Ich glaube, wir brauchen eher diesen ganzen anderen Quatsch. So, wir gehen hier rein. Oh, da hat's aber gerade. So, haben wir hier noch irgendwas. Außer Morph. Guten Tag. Okay, was haben wir hier? Erzeugt einen Strudel, der sämtliche Gegner zu sich zieht. Nee, besteht eine kleine Chance, dass Gegner direkt getötet werden. Puh, nee. Einige deiner Angriffe führen dazu, dass du zusätzlich eine Axt wirfst. Nee, ist alles so teuer. Wir gehen da rein. Egal, wir werden das wahrscheinlich eh nicht beim ersten Versuch schaffen. Und wenn, holy shit, Kevin, dann bist du mein bester Freund. So, hier ist Morph noch drin. In der Truhe. Weiß gar nicht.
ist denn der zweite? Haben wir den zweiten schon mal gesehen? The creature who threatened the hero was a crudely focused inferno of hatred and malice. One raging beast is not enough, and surely two were. Holy shit! Aua! Ah! Gott! Okay, der eine ist tot. Ha. Alter, als ob. Als ob wir. Motionless. The poor creatures twisted by the corruption were finally able to rest. Als ob wir den Endboss im First Try gemacht haben. Realm of Anea Dia, Mother of Beasts and the Goddess of Waters. Before embarking for the Spirit Halls, the family must be informed of the newly opened passage. Holy shit, Kevin, Alter. Wir hatten aber auch gute Items und dieser Nahkampfhelfer, der hat wirklich was gebracht, weil der hat die ja die ganze Zeit da bearbeitet, diese zwei Endbosse da. Holy shit. The goblin's siblings lay dead, and the pilgrims were now safer in their caves. But the last step remained to be taken. The warriors knew only that somewhere in the expanse of the caves was the ancient halls of the spirit, who would reveal new truths to them. Okay. Ach, er ist auch da. Mark was out of the woods now. His fever gone. He was almost up and about. Welcome back, brother, said Kevin. Ja. Brofist. Ich glaube, das nächste Mal probiere ich es mit Mark aus. Ich bin gespannt, was er hat. Was er kann. Was er für ein Dude ist. Oder sehen wir das jetzt schon? He had avoided conflict over the years, living in harmony with nature. But as Uncle Ben was fond of saying, a Bergson would forget how to walk before they forget. Ah, ist er so ein Kung-Fu-Kämpfer? Okay. Interesting. Sehr interessant, der Dude, glaube ich. Ich denke, das kann tatsächlich was werden. So, aber wir gucken jetzt erstmal hier. Wir haben... Oh doch, wann war's? Erhöht die Chance, dass der Bergson Angriffe vollständig vermeidet. Ja, nehmen wir mal. So, dann machen wir mal die Gesundheit noch ein bisschen hoch. Das nehmen wir noch ein bisschen hoch. Und das. So. Ah ja, die zwei sind neu. Runenkenntnis. Schaltet Runen für verschiedene Slots frei, erhöht die Haltbarkeit von Runen. Getötete Gegner hinterlassen mehr Morph. Ah ja. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Valorant, wollte ich gerade sagen. Ja, moin, es sollte Valorant sein, ist es aber nicht. Von Children of Mortar. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, Abo und einen Klick auf die Glocke, würde mich freuen. Freut euch bestimmt auch, denn ihr werdet weiter unterhalten, denn ihr verpasst nichts mehr, was hier abgeht. Tipps, Tricks, nette Wörtchen und Kritik gerne in die Kommentärchen und ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig.